Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem, naja, Klassiker, würde ich mal sagen. So, dann sieht es nämlich auflösungstechnisch auch ein bisschen besser aus. Es funktioniert nur irgendwie nicht, wenn man es eingestellt hat, weil, keine Ahnung, er mag es halt nicht. Gut, ich würde sagen, Portal, starten wir ein neues Spiel und legen mal eine Runde los hier im neuen Adventskalender, Kapitel 1. Boah, ich habe so ewig nicht mehr Portal gespielt. Ja, die Musik. Oh. Wir haben nicht mehr viel Zeit. So, hallo. In die Toilette damit. Nee, ich nehm's mal mit, glaube ich. Hallo und noch einmal willkommen im computergesteuerten Enrichment Center von Aperture. Wir hoffen, Ihr kurzer Aufenthalt in der Entspannungskammer war angenehm. Ihre Probe wurde verarbeitet und wir können mit dem Haupttest beginnen. Vergessen Sie nicht, dass Spaß und Lernen zwar im Vordergrund aller Aktivitäten im Enrichment Center stehen, dass es aber auch Verletzungen geben kann. Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie auf keinen Fall etwas... Por favor, perdón. Fallar muchos... Vorsicht, das Portal öffnet sich in 3, 2, 1. Ja. Juhu! So, ich habe auch echt... Ach so, das Radio schwebt vor mir, okay. Ich habe ein gedankenkontrolliertes Steuerfeld vor mir. So. Gehen wir mal durch. Hier waren wir also eingesperrt. Ach nee, das war ja die Entspannungskammer, genau. Ach, du bist eine Frau. Ja, ich bin eine Frau. Es gibt auch sehr viele mysteriöse Sachen zu dieser netten Dame, aber darauf wollte ich jetzt eigentlich nicht zwingend eingehen. Hallo, Kamera. So. Dann legen wir es mal kurz ab. Schnappen uns hier mal den Würfel und lösen mal das erste absolut schwere Rätsel. Wow, das war aber schön. Gut gemacht. Bitte begeben Sie sich nach jedem Test in die Kammerschleuse. Nein. Achten Sie zunächst jedoch auf das Leuchtpartikelfeld vor dem Ausgang. Dieses Materialauflösungsgitter von Aperture Science vaporisiert alle passierenden, nicht autorisierten Geräte. Zum Beispiel den beschwerten Speicherkubus von Aperture Science. Ich will aber nicht, dass mein Radio vaporisiert wird. Ach Mann. Nein. Verdammt. Es gibt wohl ein Achievement, wenn man das Radio in den ersten 6 Leveln oder so generell mitnimmt. Das ist eine sehr witzige Sache. So, also ich denke, bei Portal kennt so gut wie jeder. Ich muss das nur unbedingt mit anzocken. Das gehört irgendwie einfach mit zu den Spielen, die ich absolut liebe. Und ich habe es so lange nicht gespielt. So, was haben wir denn hier? Kammer 1 und keine Informationen. Okay. Ja, dann Party. Bitte stellen Sie den beschwerten Speicherkubus auf den 1500 Megawatt Schwerlast-Superkollisions-Superknopf. Den Schwerlast-Superkollisions-Superknopf? Nee, da will ich hin. Schnell schnappen, schneller. Nein, verdammt. Jetzt muss ich eine Runde warten. Hm? Ja, hier gehen die Portale noch automatisch und die wandern immer im Kreis. Pass auf, jetzt geht's dahin und jetzt kommt's gleich wieder hierher. So. Aha. Und dann muss ich warten, bis es beim Superknopf ist, genau, und muss es hier durchstellen. Perfekt. Nein, verdammt. Bitte begeben Sie sich rasch in die Kammerschleuse, da im Test kein andauerndes Verweilen am Knopf vorgesehen ist. Ja, ja, ist ja gut. Ich begebe mich so rasch, wie es geht, dahin. Ist das gut? So. Warten wir mal. Ja, da ist es doch. Aber wo ist mein Radio? Tja, weg. Gibt's bald ein neues? Och man, finde ich jetzt doof. Ich weiß, dass irgendwo konnte man das mit dem Radio rumtricksen, auf jeden Fall. Na ja, dann halt nicht. Schnief. Wow. Was ist denn das? Was bist du denn? Es leuchtet blau in Kreiselchen. Ich glaube, das ist ein Fehler im Spiel. Ladedaten. Oh, draußen bei mir wird Party gemacht. Super. Moment. Das geht ja mal gar nicht hier. Wie können die Sie meine Aufnahme unterbrechen? Das sehr gut. Dankeschön. Beachten Sie, dass der Geschmack von Blut nicht Teil des Testprotokolls ist, sondern ein unerwünschter Nebeneffekt des Materialauflösungsgitters von Aperture Science.
Oh, das ist aber nett. In manchen Fällen Zahnfüllungen, Kronen, Zahnschmelz und Zähne auflöst. Danke für den Hinweis, GLaDOS. Wow. Hallo? Er hat mir ein Portal gebracht. Wir kriegen die Portal kennen. Sehr gut. Sie verfügen nun über das mobile Portalgerät von Aperture Science. Damit können Sie eigene Portale schaffen. Diese intradimensionalen Tore sind vollkommen sicher, das Gerät allerdings nicht. Berühren Sie nicht sein aktives Ende. Blicken Sie nicht direkt auf das aktive Ende des Geräts. Bringen Sie das Gerät nicht mit Flüssigkeit in Kontakt. Vor allem sollten Sie unter keinen Umständen das Gerät aus... Verdammt. Aber ich glaube, das war doch hier irgendwie so oder so. Und dann so und dann wieder raus. Genau, und die Kamera nehmen wir auch noch weg. Zur sicheren Durchführung der autorisierten Aktivitäten zerstören Sie keine wichtigen Testapparate. Ich zerstöre, was immer ich mir... Ich bin wieder zurückgegangen, ich hält. Zur eigenen Sicherheit zerstören Sie keine Testapparate. Okay. Ist ja in Ordnung. Ich hätte hier einfach nur durchgehen müssen, verdammt. Ach, die Kanone kann da durch, guck mal. Das ist ja cool. So, hallo. Begeben Sie sich in die Kammerschleuse. Mal gucken, ob man hier mit rumspielen kann. Ja, so und jetzt. Schade, geht nicht. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir hier rüber. Geht es jetzt? Wenn ich ein Stück in die Richtung kicke? Na. Noch ein Stückchen. Fällt nicht gerade genug. Doch, jetzt. Tschüss. Willst du das Spiel schrotten? Ja, ein bisschen. Manche Objekte sind wichtig für ihren Erfolg. Sehr gut. Übrigens, der Takt... Was? Danke fürs Ausreden. Ätzend. Also, wie ihr seht, die ersten Räume sind total easy, finde ich. Also... Beinahe ein wenig zu langweilig. Aber es ist halt Portal. Das Konzept ist einfach nur genial. Und es wurde halt auch in so viele Sachen übernommen. Das ganze Projekt ist auch ein Studienprojekt gewesen. Es war ganz witzig. Es wurde von Valve aufgekauft. Das waren wirklich ein paar Studenten, die dieses Grundsystem quasi entwickelt haben. Willkommen in Testkammer 4. Sie sind gar nicht schlecht. Och, danke schön. Du bist aber nett zu mir. Wichtiger Testapparat zerstört. Ach, ich kann ihn mitnehmen. Cool. Tschüss. Kann ich den eigentlich hier rauflegen? Ach nee, ich glaube, das ist nicht schwer genug. Egal. Och, das ist aber schwer. Ja. Oh. Na komm schon. Was ist denn jetzt los? Habe ich das verbuggt? Ach nee, der hängt hier drin. Auch das war wieder sehr gut. Als Teil eines festen Testprotokolls wird die nächste Testkammer nicht überwacht. Sie sind dort ganz auf sich gestellt. Viel Glück. Ja, erzähl mir doch keinen Scheiß. Teil des festen Testprotokolls von wegen. Ich finde ehrlich gesagt, das Spiel ist am besten nur durch GLaDOS. GLaDOS ist einfach genial. So, was haben wir denn hier Schönes? Oh, hier können mir Würfel auf den Kopf fallen. Okay, das ist natürlich gefährlich. So. Okay, gehen wir mal hoch. Und
gehen denn da lang? So, einen Würfel haben wir. Wo ist jetzt weiter? Da. Na, komm raus. So, Nummer 1. Also bis jetzt ist es echt richtig schwer. Wow, war das schwer. Als Teil eines festen Testprotokolls war die vorige Aussage, dass diese Kammer nicht überwacht wird, eine reine Lüge. Danke für die Info. Sehr gut. Als Teil eines festen Testprotokolls beenden wir die Wahrheitsverzerrung in 3, 2, Wahrheitsverzerrung? Ja, sie hat mich ja quasi angelogen. Oh Gott. Sie hat ja gesagt, sie wäre nicht überwacht gewesen, die Kammer. Aber erzählte. Guck mal, hier oben ist ein Fehler. Siehst du das Leuchten? Mhm. Ich weiß nicht, was das für ein Bug ist. Vielleicht, keine Ahnung, liegt was auf dem Fahrstuhl drauf oder so. Ist ja alles mögliche. Ladedaten. Ist so ein bisschen wie in Half-Life damals, mit den Ladepunkten. So, hallo. Oh. Oh. Was ist das? Das vaporisiert dich. Sicherheit ist eins der Ziele des Enrichment Centers. Doch die Energiekapsel von Aperture Science, links von der Kammer, kann dauerhafte Schäden. Unglaublich. Sie, Subjektname hier, sind wohl der Stolz von Subjektwohnort hier. Ja, es war auch total schwer, die Aufgabe. Ich weiß gar nicht, in welcher Kammer wir inzwischen sind. Es ging so flott voran. Ich meine, wir sind jetzt in 11 Minuten hier echt ein gutes Stück vorangekommen. Es wird noch schwerer. Hoffentlich. Auf jeden Fall. Die Frage ist halt, ich habe das ja schon durchgespielt, also ob man sich denn einfach vielleicht... Warnsignale sind für alle Mobilgeräte Vorschrift. Alarm und blinkende Lichter können jedoch die Energiekapsel irritieren und wurden daher zu ihrer Sicherheit deaktiviert. Gut, jetzt mit dem nicht stationären Gerüst von Aperture Science zur Kammerschleuse. Willst du mich verarschen? Jeder will dich gerne verarschen. So, hallo? Dankeschön. Und jetzt? Fahr! Ist es sprachgesteuert? Mhm, auf jeden Fall. Hm. So, okay. Jetzt haben wir auch die Kammer 7 geschafft. Gut, dass es da gerade nochmal stand. Ich hätte es nämlich wieder nicht gelesen. Okay, jetzt gucken wir mal bei der nächsten Testkammer. Gucken wir jetzt mal direkt darauf, was hier so Sache ist. Ich glaube, man sollte mal so einen Speedrun machen. Weißt du, einfach mal gucken, wie schnell man es insgesamt schafft, das gesamte Spiel durchzuspielen. Das ist bestimmt in einer Stunde machbar. Echt? Ja, ich denke schon. Also Portal 2 habe ich insgesamt, glaube ich, 4 Stunden gebraucht beim Erstdurchlauf. Das war schon echt gut. So. Beachten Sie, dass ein Scheitern Konsequenzen hat. Kontakt mit dem Kammerboden führt zu dem Vermerk unzureichend auf Ihrem Testbogen, gefolgt von Ihrem Tod. Viel Glück. Danke für die Info. Das ist ja lieb von dir. So. Wit. 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 Oh Gott. Das ist ja tatsächlich ein bisschen kompliziert. So, okay, das fliegt dahin. So, dann kommt es da raus. Sobald es da durch ist, muss ich dann hier zurückschießen. Ne, das bringt gar nichts. Doch, ich könnte es jetzt theoretisch dann hier hin machen. Genau. Und dann da rein. So, und jetzt müssen wir es nur noch irgendwie schaffen, da hinzukommen. Ich gehe jetzt hier auf die Plattform. Hoffe, dass das Ding nicht schießt. Kannst du auf den Boden? Oder ist der Boden giftig? Der ist giftig. Und durch. Aber warum schießt es denn gerade eigentlich nicht? Das verstehe ich gar nicht. Eigentlich müsste es doch die ganze Zeit schießen. Wahrscheinlich nach einmaliger Aktivierung direkt abgeschaltet. Ach, wie langweilig. Ja. Nee, sie hat doch gerade gesagt, dass es auf dem Boden gefährlich ist. Der Anschein einer Gefahr nur dazu dient, ihr Testerlebnis zu verstärken. Na klar.
erzählt sie. Ich weiß übrigens noch nicht, was ich am 12. mache, muss ich ehrlich gestehen. Ich habe keine Ahnung. Okay. Mal gucken, welches Spiel ich am 12. spielen muss. Vielleicht mache ich, genau, ich mache Candy Crush. Nein, auf keinen Fall. Das will keiner sehen. Candy Crush ist total wichtig. So, okay. Das Enrichment Center bedauert Ihnen mitzuteilen, aha, okay, dass der nächste Test leider unmöglich ist. Oh. Versuchen Sie es erst gar nicht. Laber doch nicht. Fantastisch. Sie waren willensstark und ideenreich, trotz des extrem pessimistischen Einflusses. Pschiff. Da versucht ich mich aufzuhalten. So, ich glaube, ich brauche mehr. Momentan brauche ich mehr Zeit in dem Ladedatenbildschirm als. Ja, im Spiel. Im Spiel. Eindeutig. Ah, ja. So. Hallo, wir wieder. Unsere frühere Warnung. Die Beherrschung der Kapitelimpulse. Okay, wie wär's denn damit? Oh, wie schwer ist denn das gewesen? Jetzt wird's gleich noch viel schwerer. Aber das ist cool. Das macht unheimlich viel Spaß in dem Spiel. Keep Momentum quasi. Spektakulär. Sie verstehen anscheinend, wie ein Portal den Vorwärtsimpuls beeinflusst. Oder genauer gesagt, wie nicht. Okay. Was? Yep. Pass auf. Der Impuls, das Produkt aus Masse und Geschwindigkeit, bleibt zwischen den Portalen gleich. Einfach gesagt, was schnell reingeht, kommt schnell wieder raus. Juhu. Boah, da wäre mir so schlecht, ey. Was für ein Reinkommt, kommt schnell wieder raus. Aha. Das könnte man jetzt aber auch missverstehen, oder? Ach nein. Das erinnert mich irgendwie ans letzte Chili-Essen. So, wir sind mittlerweile in Kammer 10, kann das sein? Und haben jetzt 16 Minuten. Also ich habe mir ja 20 Minuten für das Spiel vorgenommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin... total begeistert. Das Enrichment Center verspricht Ihnen eine allzeit sichere Testumgebung. Ja, erzähl. In gefährlichen Testumgebungen steht Ihnen das Enrichment Center stets mit gutem Rat zur Seite. Ah, das sieht's weiter zum von Beispiel aus. Ist der Boden hier tödlich. Meiden Sie ihn. Danke. Hat sie gesagt, meiden Sie ihn? Meiden Sie ihn, ja. Ach so. Nein! Wow! Ich glaube, aua. Wo geht das hin? Es muss eigentlich dahin. Das heißt, es muss da an. Ja, los, schieß durch. Nein! Du bist zu langsam. Ah. Jetzt aber, komm. Wieder falsche Seite. Dass diese Kanone sich ja... Ich liebe es ja mehr, wenn man beide Portale selbst setzen darf. Jetzt, komm, jetzt. Ja. Perfekt. So, jetzt kann ich da wieder rüber. Nur gucken, in welches Portal ich rein muss. In das da. Nein, das ist auch das Falsche. Schneller. Yes. Die Bemerkung, die jetzt gleich von ihr kommt, ist der Hammer. Welche Bemerkung? Sie wird gleich was sehr Lustiges sagen. Portale gleichzeitig erstellen. Mhm. Als Teil eines freien Testprotokolls können wir Ihnen etwas Amüsantes mitteilen. Mhm. Das Gerät ist jetzt mehr wert als die Organe und Einkommen aller Bewohner von Subjekt Wohnort hier. Aha. So, jetzt muss ich nur...
So. Schneller, schneller, schneller. Ich reite auf dem Laser. Ich reite auf dem Laser. Komm, die 12. Kammer schaffe ich noch. Yes, sir. Aperture Science. So, komm rein. Die Musik ist irgendwie sehr hetzend gerade im Hintergrund, finde ich. Beeil dich doch. Ja, ich kann hier nicht rennen, das ist das Problem. So, was gibt's hier? Ah, Beschleunigung und Würfel können mir auf den Kopf fallen, okay. Bereit, machen zum Rausschleudern. Bleib hinaus in den Raum. Okay, wo soll ich mich denn hinschleudern? Da oben hin? Okay. So, und jetzt dahin? Und jetzt. Wow. Wo ist der Würfel hingefallen? Ach, da oben ist er. Okay. So, und wie komme ich... Ah, da komme ich so hin. Okay. Wie kann ich hier durchspringen? Ich glaube nicht, oder? Doch. Wow. Verdammt. So. Jetzt schleudern wir den Würfel rüber. Ich hoffe, es war richtig. Ich hoffe es. So, ne, sieht nicht so aus. Der Würfel muss dahin, okay. So, und so. Okay. Gut. Damit haben wir jetzt 12 Kammern geschafft. Ich meine, immerhin 21 Minuten, das ist doch schon mal gar nicht so schlecht. Ich meine, im Grunde würde jetzt eigentlich das kommen, was so spannend wird. Ja, mach nur noch 10 Minuten. Jetzt müsste nämlich langsam aber sicher doch mal was Interessanteres kommen als dieses, oh, das ist so einfach. Was haben wir denn hier? Wir haben Laser und... Da Sie nun beide Portale kontrollieren, könnte der nächste Test sehr, sehr lange dauern. Wenn Ihnen schwindelig wird vor Durst, kippen Sie ruhig um. Ein Intubationsmitarbeiter wird Sie mit Magenmittel und Adrenalin wiederbeleben. Nett. Klingt eklig. So. Das ist natürlich die Frage. Ich brauche... Ja, den brauche ich da, den brauche ich da. Kenne ich jetzt quasi den... hingebe. Ah, okay. Also erstmal Laser. Bitte, bitte, bitte Laser. Ja, Treffer, okay. Das ist gut, den können wir jetzt hier mal durch. So, dann können wir jetzt den Würfel schnappen. Den können wir dann hier durchhauen. Ah, verdammt. Ich kann nicht mehr zielen. Ist egal. So, dann jetzt aber. Okay, ich springe halt mit Würfel durch. Och. Komm. Mit Würfel durch. Okay. Nummer 1 ist aktiv und Nummer 2. Machen wir jetzt aktiv. So, wo ist jetzt der zweite Würfel? Ja, das war so klar. Achso, deshalb sagte sie auch, der Test könnte sehr, sehr lange dauern. Tut er aber eigentlich nicht. So. Wow. Hilfe! Okay, gut. Hier das blaue Portal. Nein. Einmal durch. Dann springen wir mit dem zweiten Würfel durch. So. Und
schießen uns ein schönes Portal da rein. Juhu! Als Teil des bereits erwähnten festen Testprotokolls dürfen wir sie nicht mehr belügen. Nach den Tests wird man sie vermissen. Das ist so gemein! Wieso wird man mich vermissen? Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, der Test hat übrigens sehr lange gedauert. Wir haben tatsächlich 2 Minuten gebraucht, um es rauszukriegen. Wow. Schon ein bisschen länger als die anderen. Ja. Tests. Ja. Eindeutig. Langsam aber sicher wird es langsam unsicher. Okay, hier kann alles passieren. Gut. Hi. Wir weisen Testpersonen, die gammastrahlende Hochenergie-Portaltechnologie verwenden möchten, darauf hin, dass sie eventuell über Vorschriften informiert werden. Weitere Informationen über Vorschriften sind weder erforderlich noch erhältlich. Und sie sind ein hervorragender Testkandidat. Danke für die Info. Das ist aber total lieb, finde ich. So, was haben wir denn hier? Wir haben hier einen Laser-Dingsy-Boomsy. Hier irgendwie Stufen, die nicht immer rausgefahren sind, aber manchmal. Okay. Ach. Die fahren aus, sobald ich sie hier brauche. Okay. Haben wir irgendwo noch einen Würfel oder so? Sehr merkwürdig. Hier muss der auf jeden Fall andocken, aber wo kommt der Laser raus? Ich sehe hier nirgendwo einen Ort, wo der Laser rauskommen könnte. Und der aktiviert hier wohl den Fahrstuhl. Aber ich komme dahin und dahin. Das war schwer. So, das heißt... Auch danke fürs Ausfahren der Treppe. Sehr nett, sehr nett. So, jetzt kommen wir hier nämlich in den zweiten Raum. Ach, ist das schön. Ich dachte immer, meins wäre das Problem, mein Handy, aber langsam ein bisschen in den Griff bekommen. So, oh. Das ist nicht so schön. Aber, ganz ehrlich, kann ich hier nicht mit dem Portal durch? Warum sollte ich denn... Oh. Oh, jetzt wird's ja lustig. Jetzt mal hier das blaue Portal hin, okay. So, da drüben das orangene. Okay, so, das heißt, das orange Portal wird jetzt grundsätzlich immer mein Endportal sein. Okay, dann schießen wir es doch direkt dahin. Ich hoffe, ich habe getroffen, ich hoffe, ich habe getroffen, ich hoffe, ich habe... Sehr gut. Zur Belohnung wurde in der Hauptkammer ein Siegeslift aktiviert. Ach cool, ein Siegeslift. Finde ich super. Na, wie weit ist es denn noch? Wie weit ist es denn noch? Nun komm, lad. So. Das Enrichment Center achtet auf das Wohlbefinden aller Teilnehmer. Kuchen und Trauerverarbeitung stehen am Ende des Tests zur Verfügung. Danke, dass wir Ihnen helfen durften, uns zu helfen. Nett. So, das war ja total schwer hier mit Schleuderlings. Tschüss. Hallo? Gehst du mal ab, du blöde Kamera? Das ist doch ein Bug. Wichtiger Testapparat zerstört. Ich hab dich. Total wichtiges Testapparat zerstört. So. Oh Gott. Schieß. Bitte. Schieß! Oder ist der schon... Ach, ich habe den aus Versehen getroffen. Na, wie geil ist das denn bitte? Das war nicht meine Absicht. Nee, hier war das schon. Hä? Okay.
irgendwie nicht logisch. Nicht sehr logisch zumindest. Vielleicht denke ich aber... Ah, deshalb, okay. Nee. Ah, doch, 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 doch. Jetzt muss ich das blaue Portal dann wieder auf den Boden schießen. Okay. Ah, ich liebe so Reaktionsspielchen. Ja, war interessant. Okay. Ah, damit aktiviere ich dann den Lift, okay. So, das heißt, wir müssen da einmal durch. Das war der Trick. So, und jetzt muss ich hier nur wieder rauskommen. Aus der Kammer. Wie mache ich das denn? Oh. Das hat nicht ganz gereicht. Dann fahren wir hier mit dem... Wow, 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 wow! Wie bitte? Ach du Schande. Okay, das heißt jetzt im Klartext, ich muss quasi, wenn der nächste Lift hier kommt... Ja, na klar. Also das ist das Blaue. Das ist ja hart. Nein, verdammt. Ja, das ist auf jeden Fall eine interessante Übung. Vor allem, weil man hier einfach runtergeschubst wird dann. Geschafft? Ja. Nein, ich habe das falsche Portal angeschossen. Nein! Ja, das ist leider immer das Blöde. Wow. Horizon. Echt? Hm. Du siehst noch lebendig aus. Das war's. Und jetzt darf ich das ganze Ding finden. Nee, leider nicht. Okay, kann ich jetzt hier mit den Fahrstuhlen hochfahren? Oder? Ja. So, ja. Letzte Testkammer, würde ich sagen. Yeah. Was macht der hier? Ah, der macht das Tor auf. Okay. Okay, gut zu wissen. So, also da muss er durch. Ich muss erst den Knopf drücken. Dann muss ich darüber. Muss den Knopf drücken. Muss hier das Portal reinschießen und hier ein Portal reinschießen. Nein, boah. Okay. Also Timing-Frage. So. Okay. Knopf 1. Knopf 2. Portal 1, Portal 2. Schieß! Schieß! Boah, du Held. So. Knopf 1. Knopf 2. Chuck. Wussten Sie, dass Sie dem Mädchen Selbstwertfonds von Aperture Science eines oder alle Ihre Organe spenden können? Ganz recht.
Schießt du auch irgendwann mal oder so? Der will mich doch verarschen. Der will mich echt verarschen. Der schießt nicht, wenn er... Boah, ich glaub's ja nicht. Okay, wann schießt der Junge? Das ist eine sehr interessante Frage gerade. Der schießt gar nicht mehr. Ist das jetzt ein Bug? Oder ein Feature? Wieder schießt gar nicht mehr. Oh nee, ich hab schon wieder aus Versehen reingetroffen. Das war überhaupt nicht meine Absicht. Wahrscheinlich sitzen jetzt alle, oh Gott, wir sind gar nicht gesehen. So, aber das soll es eigentlich auch gewesen sein. Ich bin jetzt schon wieder weit, 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 weit über meine Zeit hinaus. Das kommt davon, wenn man dann anfängt, einmal zu puzzeln, ist vorbei. Tja, vielleicht kommst du doch nach der Stadt. Ja, möglich. Also, wir hören uns dann oder sehen uns im nächsten Adventskalender. Bis dann. Bis dann.